Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Paint.net Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in Paint.net Omsibusse repainten könnt. Dieses Video dient als Anleitung für, ich sage mal, absolute Anfänger, die jetzt noch keinen Bus in Paint.net repainted haben für Omsi. Und deshalb ist vielleicht einiges sehr simpel erklärt und an anderer Stelle könnte man auch einiges vielleicht anders machen oder ihr macht es bereits auch schon anders, aber seht es euch vielleicht trotzdem an, dann könnt ihr nämlich vielleicht auch noch das ein oder andere dazulernen. Wir fangen jetzt mal an und zwar gehen wir hier in den Texturordner. Ich habe mir vorgenommen, mit euch einen Repaint für den Mercedes-Benz U530 Citaro zu machen und dazu bin ich jetzt hier in den Texturordner gegangen und habe hier die 01 White TGA. Die heißt bei jedem Bus ein bisschen anders. Manchmal heißt sie einfach nur Body TGA oder Body DDS. Bei DDS müsst ihr aufpassen, das lässt sich nicht immer zwingend mit Paint.net öffnen und bearbeiten. Wir gucken uns jetzt die erstmal an. Das andere schließen wir mal, das möchte ich nicht speichern. Die gucken wir uns jetzt erstmal an, die Datei, und da ist es ganz wichtig, mit einem weißen Bus zu beginnen. Wir sehen, das hat sich hier erfüllt. Also können wir diese Datei nehmen und hier schon mal mit Rechtsklick und Kopieren oder mit Steuerung C auswählen. So, dann gehen wir hier in den Repaints-Ordner und wir sehen, hier habe ich schon eine ganze Menge drin. Hier klicken wir jetzt auch wieder rechts und klicken auf Neu und erstellen einen neuen Ordner. Und das Repaint, was ich mit euch erstellen möchte, ist das Connection Repaint. Das ist Connection, ach was weiß ich, Connection, warte mal, E-O-N, so, Connection sage ich jetzt einfach mal. Oder, ja, ich hätte mich vielleicht darüber informieren können, wie das ausgesprochen wird. Gut, haben wir also diesen Ordner hier geöffnet und hier legen wir jetzt unsere Datei rein. 012TGA. Aber unser Bus wird ja nicht white, sondern von der berühmt-berüchtigten Firma, die wir jetzt nicht aussprechen können. Ich zumindest nicht. Aber ich kann es ganz gut schreiben, denke ich mal. So. Was brauchen wir als nächstes? Als nächstes brauchen wir noch hier diese CTI-Datei. Da empfiehlt es sich immer, mit der originalen CTI-Datei zu arbeiten. Und hier finden wir schon die ganzen Repaints aufgelistet, die von anderen oder beziehungsweise vom Busersteller erstellt wurden. Und hier legen wir jetzt eine neue Datei an, die dann heißt, wer hätte es fast gedacht, connection.cti, also die CTI-Datei. Ja, wir möchten den Dateinamen behalten. Ich packe mir das jetzt mal hier nach rechts und die andere Datei nach links. So, und jetzt brauchen wir, das können wir hier ganz gut sehen bei den Simpsons, nehmen wir einfach nur erstmal hier diesen Item-Eintrag. So, und da drunter packen wir jetzt unseren Namen. Das werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung schreiben, wie die Reihenfolge ist, was da reingehört. Jetzt kommt als nächstes unser Name, unser Name des Repaints. So heißt er. Und jetzt Repaint-Body. Es empfiehlt sich immer, das zu kopieren. Ich habe das jetzt hier mit Steuerung C und Steuerung V gemacht. Das geht am schnellsten. Und man verschreibt sich garantiert nicht. So, und jetzt kommt noch, wie das Repaint heißen soll, beziehungsweise wie die Textur heißt, besser gesagt. So, das ist unser Ordner. Und dann kommt das gleiche, nein, dann kommt 01. So, Punkt TGA. So, und das prüfen wir jetzt erstmal. Das ist richtig. Und das sieht auch richtig aus. So,
Und der Übersichtlichkeit halber macht man hier immer noch so. Ja, so eine Art Zwischenüberschrift. So. Und das ist dann auch die Datei, die ihr mitgeben müsst, wenn ihr das Repaint hochladet. Und damit wäre die Arbeit hier in dem Editor schon abgeschlossen. Die möchten wir natürlich speichern, können das Ganze schließen und fangen jetzt an, die Datei zu bearbeiten. Was brauchen wir dazu? Wir müssen erstmal wissen, wie sieht unser Bus überhaupt aus, den wir repainten wollen. Und dazu empfiehlt sich immer das Internet oder ihr habt selbst fotografierte Bilder. Und hier habe ich schon mal das Logo rausgesucht. So soll unser Bus später aussehen. Ich weiß, das Modell stimmt jetzt nicht ganz genau, aber es soll ja auch nur erstmal ein Einstieg werden. Und ich denke mal, so großartig werden sich die Generationen hier nicht unterscheiden, dass sie jetzt das Repaint geändert haben. Aber ist ja auch egal. Wir machen das jetzt mit diesem Repaint. Am besten, ihr habt immer eine rechte und eine linke Seite. Die meisten werden ja von der Front fotografiert. Und dann sucht ihr euch noch irgendeine Heckansicht. Hier ist es jetzt vom Gelenkbus, aber ich habe durchgeguckt. Die anderen Bilder von den Solobussen sind auch alle, sehen auch alle so aus von hinten. Nur sind halt viel zu klein. Da hätten wir jetzt hier zum Repainten nichts erkannt drauf. Was brauchen wir als erstes? Wir brauchen als erstes erstmal die Farbwerte sozusagen. Da empfiehlt es sich, wie gesagt, das Logo rauszusuchen. Das kopiert ihr jetzt hier mit Rechtsklick und erstellt hier erstmal eine neue Datei. Habe ich hier oben neu oder Steuerung N, glaube ich, geht das auch? Ja, genau, Steuerung N. So, die wird automatisch gleich so groß wie das, was ihr in der Zwischenablage habt. Das ist ganz praktisch. Jetzt haben wir die Farbwerte. Können wir hier die Pipette nehmen und das Blau für den Hintergrund, beziehungsweise diese Türkis, Blau ist es ja nicht wirklich, Türkis für diesen Hintergrund hier schon mal nehmen. Jetzt erstellen wir zunächst eine neue Ebene und hier unten machen wir das in dem kleinen Ebenenfenster. Klicken hier drauf, die heißt dann Ebene 2, schieben die hier unter den Hintergrund, klicken doppelt auf den Hintergrund und wählen dann hier bei Modus Multiplizieren aus. Ich weiß, das kann man auch anders machen, aber ich denke mal, das sollte der für mich einfachste Weg sein, sage ich mal. So, jetzt geht es auch schon los ans Bemalen. Und zwar habe ich jetzt hier mal dichter rangezoomt. Man kann das mit Steuerung und dem Scrollrad machen. Hier gibt es auch eine Lupe irgendwo. Ja, genau da. Die benutze ich aber schon lange nicht mehr. Und jetzt müssen wir hier unten wieder bei Ebenen, Ebene 2 anklicken. Jetzt können wir einfach hier mit unserer rechteckigen Form hier oben auf gefüllt zeichnen gestellt, können wir einfach hier so quer durchziehen und wir sehen schon, wir malen zwar im Hintergrund sozusagen, aber es gehen keine schwarzen Flächen verloren und das wird halt einfach so, die Farben werden halt alle drauf multipliziert, das kann ich irgendwie nicht anders erklären. Würden wir das jetzt hier ins Fenster reinziehen, ist klar, dann würden wir auch ins Fenster malen, aber die weißen Flächen werden jetzt erstmal grün. Und alles, was so Grauton ist, wird halt auch so mehr mit grün grau. Das Ganze machen wir jetzt hier hinten nochmal. Und versuchen jetzt hier mal alles so ein bisschen auszufüllen. Und jetzt kommt schon die erste Sache, wo wir schon einen kleinen Trick anwenden. Und zwar ist das hier schräg. Und ich ziehe das mal trotzdem ein bisschen größer hier. Und jetzt kann man hier mit diesen Pfeilen das einfach drehen. Und wenn man jetzt noch die Shift-Taste gedrückt hält, dann kann man auch, ich glaube, es sind 15 Grad Schritte oder 10 Grad Schritte. Keine Ahnung. Könnt ihr jedenfalls das hier so drehen, falls ihr jetzt ganz genau um 90 Grad drehen wollt zum Beispiel. Aber ich glaube, hier empfiehlt sich das so ein bisschen nach Augenmaß zu arbeiten. So. Und dann haben wir das auch schon geschafft. Jetzt
gucken wir erstmal wieder auf unsere Originalzeichnung. Und hier sehen wir schon am Heck, genau auf Höhe der Heckscheibe oder wo diese Kante endet. Da geht es mit Gelb weiter, also brauchen wir nur bis dahin zeichnen. Also gehen wir wieder zurück in PaintNet und ziehen jetzt das bis hier hoch. Gut. Geht's also weiter mit der Front. Hier gucken wir uns das auch einfach noch mal im Original an. Hier geht das Blaue bis oben direkt unter den Matrixkasten. Also, wo fängt der Matrixkasten an? Hier. Immer dran denken, hier auf der rechten Seite Ebene 2 auszuwählen. Oder wie auch immer ihr das dann nennt. Ich sehe gerade, das ist hier nicht ganz so schön. Wenn man jetzt hier nämlich drauf zeichnet, dann sieht man hier so Striche. Aber das stört ja nicht, weil das später eh nicht mehr zu sehen ist. Da ist ja eh ein Fenster drin, was wir nicht repainten können. Und hier bei der Front nehmen wir uns das einfach so und zeichnen hier einmal quer drüber. Das war's schon. So einfach lässt sich der Bus komplett umlackieren. Sag ich mal so, erstmal die Front. Wir haben ja jetzt schon eine Seite fast fertig und die Front. Dann gehen wir hier wieder auf diese Seite und zeichnen das hier auch noch so runter. Dann haben wir das fertig. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die andere Seite wird etwas einfacher. Und zwar fangen wir hier wieder von hinten an. Und wir wissen ja, das geht bis hier unser Grün. Also ziehen wir das einfach von hier quer rüber. Ihr könnt ruhig mit der Maus aus dem Bild rausgehen, das macht hier überhaupt nichts. Und jetzt zeichne ich erstmal wieder hier bis zum Radkasten ungefähr. Dann jetzt kommt hier wieder unsere Eckenfülltechnik. Wieder ungefähr so groß zeichnen und das Ganze drehen und richtig hinschieben. Dabei aufpassen, dass hier oben diese Ecke nicht übersteht. Und dann ziehen wir das hier schon mal groß. Wenn ihr das jetzt hier nicht seht, schiebt ihr das Fenster einfach weg. Und ihr könnt hier bis ganz vorne durchziehen. Wer das natürlich genau machen möchte jetzt, der kann das hier auch freilassen. Und dann fehlt uns ja hier noch was. Ich hätte das Fenster da noch nicht hinschieben brauchen. Und zwar machen wir das jetzt so ungefähr bis hier. Gut. Dann haben wir jetzt den türkisen Teil abgearbeitet. Kommt also jetzt noch das Gelb dazu. Das haben wir hier auch in dem Logo. Wir nehmen das mal von da. Mit der Pipette hier oder der Farbauswahl. Und jetzt gehen wir hier wieder auf unser Formenwerkzeug und fangen jetzt hier an, direkt ab der Kante zu malen. Würden wir das jetzt hier rüberziehen, würden wir natürlich wieder hier reinmalen. Das wollen wir nicht. Also, zack, ziehen wir das einfach hier hoch. Ich ziehe das mal bis ganz zum Schluss, damit wir das da dann haben. Räume ich das mal hier aus dem Weg. Und das hier alles soll ja sowieso gelb werden. Gut, haben wir das. Natürlich brauchen wir auch noch die andere Seite hier. Das dürfte so passen. Und das ziehe ich jetzt hier rüber und hier sehen wir schon, das passt nicht. Also können wir das nur bis hierher zeichnen. Und dann setzen wir hier einmal neu an, ziehen das hier
rüber und nicht zu dicht reinzeichnen. Bis da. So, das Ganze hier auch nochmal bis da. Hier nutze ich meinen DPI-Wechsel der Maus, damit ich ein bisschen genauer habe. Hier ist schon mal unser Grundgerüst. Gucken wir uns das also nochmal hier an, auf den Bildern. So ungefähr sieht es doch bei uns jetzt auch schon aus. Die Klimaanlage gelb und bis dorthin gelb. Jetzt kommt der Schriftzug, den packen wir erstmal hier neben die Tür, da haben wir eine gute Richtung. Jetzt haben wir aber das Problem, hier ist der Schriftzug in gelb und wir haben ihn hier in grün, also nehmen wir uns hier unseren Farbeimer und machen das hier alles erstmal gelb. Und zack. Jetzt können wir das nehmen mit STRG A, habe ich das jetzt hier markiert, oder ihr geht hier auf die Auswahl und markiert das so. Geht jetzt hier auf STRG C oder hier oben auf Kopieren und scrolle ich hier wieder ein bisschen ran. STRG V, fügen wir das ein. Jetzt sehen wir schon, haben wir einen Fehler gemacht, und zwar wird jetzt hier wieder unser Hintergrund weiß. Das wollen wir natürlich nicht. Also legen wir hier dazwischen eine neue Ebene an. Dabei ist es wichtig, dass der Hintergrund hier durchsichtig ist. Das sehen wir auch daran, wenn wir das hier einfach so wegschieben, dass dieses Karo-Muster bleibt, was wir hier auch in den durchsichtigen Fenstern haben. Und jetzt haben wir hier eine neue Ebene. Und hier können wir jetzt unser Logo einfügen. Und wir sehen schon, wenn wir das ein bisschen kleiner machen, dann sieht das schon mal gar nicht verkehrt aus. So, jetzt können wir gucken, wie groß ist das ungefähr. Das geht sogar bis zum Radkasten vor. Gut. Und auf der anderen Seite geht es von dem vorderen Radkasten bis hier zu diesem Fensterholm. Also fügen wir das Ganze nochmal ein. Und es wieder ein bisschen kleiner. Und vom vorderen Radkasten bis zum Fensterholm. Das sieht auch ungefähr gleich groß aus. So. Als nächstes machen wir doch diese X. Nein, wir haben das Logo auf der Front vergessen. Also, hier auf der Front steht das auch nochmal. So ein bisschen über den Lampen. Zoomen wir hier ran. Packen das hier rein. Das ist natürlich jetzt viel zu groß. Müssen wir das ein bisschen kleiner ziehen. Damit das Seitenverhältnis gleich bleibt, sozusagen. Wir haben ja hier diese Seite zu der Seite stehen dann im Verhältnis. Und damit das gleich bleibt oder ungefähr gleich bleibt, hält man beim Größer- und Kleinerziehen hier die Shift-Taste gedrückt. Und dann verändert sich das Verhältnis nicht. Dann könnt ihr das höchstens nur so halt spiegeln oder in die Richtung spiegeln. Aber das Verhältnis bleibt immer erhalten. So, packen wir das also hier hin. Und natürlich aufs Heck kommt das auch nochmal. Auch über die Lampen. Und jetzt sehen wir schon, jetzt habe ich die Taste nicht gedrückt. Jetzt wurde es etwas verzogen. So. Kommt es ungefähr dahin. Und dann hätten wir das auch.
Jetzt kopieren wir einfach dieses x hier nochmal. Nehmen das und gucken mal, wo das hingehört. Das gehört einmal, naja, bei dem sehen wir es nicht so gut, einmal hier und das Fenster. Packen wir das also da und das Fenster. Ungefähr so. Gucken nochmal, wie das hier aussieht. Ja, so ungefähr so hoch wie diese Kante, ein bisschen weniger. So. Und wo gehört das Logo noch hin? Hier hinten ans Heck, das ist ziemlich groß. Natürlich nicht so groß. So, dann gucken wir hier nochmal auf die andere Seite, da kommt es nur ans Heck. Und immer darauf achten, dass wir hier auf der Ebene bleiben, die dazwischen ist. Am besten ihr beschriftet euch die meinetwegen mit, das können wir ja gleich mal machen, also das müsste ungefähr so hinkommen. Meinetwegen beschriftet euch die auch mit Lack hier. Das könnt ihr hier oben irgendwelchen Namen frei festlegen. Dann nenne ich das, mache ich auch meistens hier unten Lack. Und das hier sind dann bei mir die Aufkleber. Und wenn ihr hier noch mehr Ebenen braucht, dann fügt ihr hier einfach neue Ebenen hinzu. Wenn ihr jetzt hier was übers Fenster machen wollt, dann könnt ihr das zwar jetzt, wir nehmen jetzt einfach mal das X hier und wollen das mal hier einfach aufs Fenster machen, dann würde das zwar so gehen, aber dann fehlt euch hier halt oben was. Und um das zu machen, legt ihr über den Hintergrund noch eine neue Ebene an und das nenne ich dann Fenster oder Fensterbeklebung. Und dann könnt ihr auch hier drauf was aufbringen. Das macht sich aber wirklich nur bei Fenstern gut, denn zum Beispiel diesen Rahmen hier unten zu überkleben wäre irgendwie ein bisschen doof, weil das ja eine Gummikante ist. Das ist meistens nicht beklebt oder auch der Tankdeckel vielleicht nicht unbedingt. Da müsst ihr also sehen, was ihr dann hier bekleben wollt genau und auf welcher Ebene ihr das dann zeichnen wollt. Ich mache das hier mal wieder weg. Kommt unser Logo auch noch auf die Front? Ja, hier drüben über den Scheinwerfer auf der anderen Seite. Also packen wir es dahin, ziehen es wieder mit Shift gedrückt kleiner. Und dann hätten wir das. Jetzt könnt ihr das ja natürlich drücken, also jetzt speichern wir das erstmal. Haben hier schon vorausgewählt PDN. Das müssen wir auch erstmal so nehmen, damit hier die Ebenen gespeichert werden. Klicken wir hier also auf Speichern. Und jetzt hat sich hier in unserem Ordner noch eine zweite Datei dazu gesellt. Die PDN-Datei. Die ist aber nicht weiter wichtig für uns oder für OMSI, besser gesagt, ist sie nicht wichtig. Und zwar müssen wir jetzt nochmal überspeichern sozusagen. Und das machen wir mit Speichern unter. Und jetzt wählen wir erst TGA aus und speichern nochmal. Diese Datei haben wir natürlich vorhin schon erstellt, also müssen wir sie ersetzen. Fassen das Ganze hier zusammen. Ganz wichtig, eben zusammenfassen. Und gucken jetzt nochmal, warum haben wir zwei Dateien? Zum einen haben wir hier unsere Datei, wenn wir das jetzt mal schließen. Huch, können wir noch gar nicht schließen. Ist nicht speichern machen. Haben wir hier unsere PDN-Datei. Hier haben wir alle unsere Ebenen drin, falls wir jetzt die Aufkleber nochmal anders machen wollen. Und ich merke gerade, den Aufkleber, den habe ich hier versehentlich auf die Fensterebene gepackt. Aber, da können wir das gleich mal zeigen, auch überhaupt gar kein Problem. Und zwar gibt es hier nach unten zusammenführen. Und jetzt habe ich einfach das hier verschoben.
und füge jetzt einfach die Fenster zu den Aufklebern hinzu. Zack. Haben wir alles auf einer Ebene. Können wir also später noch nachbearbeiten. Und die andere Datei, die wir jetzt noch haben, die TGA-Datei, das ist die Datei, die für OMSI auch relevant ist. Hier haben wir nur eine Ebene. Und wie die im Spiel aussieht, das gucken wir uns gleich mal an. Ganz wichtig, bevor ich das vergesse, ich habe hier Connection geschrieben gehabt vorhin. Das ist natürlich falsch, hier muss Connection stehen, ne? Sonst funktioniert das in OMSI auch nicht. So, und hier befinden wir uns auf der Map Gundorf, beziehungsweise besser gesagt noch in der Busauswahl. Hier habe ich den Bus Mercedes-Benz U530 ausgewählt. Mit dem Connection Repaint auf Gundorf, mit dem Betriebshof. Klicken jetzt mal hier auf OK. Und wir sehen schon, unser Repaint sieht schon ganz gut aus. Stellen uns mal hier den Bus irgendwo hin. So, und da haben wir unseren Bus. Und wir sehen, es hat alles geklappt. Das war es auch schon für den ersten Teil. Im zweiten Teil werde ich euch dann zeigen, was wir noch mit dem Innenraum machen können. Sitze repainten, Türstangen und Griffstangen repainten und so weiter. Aber das dann im nächsten Teil. Tschüss, adieu und bis dann.